Bonsai-Freunde, hier ist euer Tom von Tomsai, kleine Bäume. Kleine Bäume, kleine Bäume und mehr. Der ist definitiv mehr, weil ja, der geht bis unter die Decke von meiner Hütte. Vielleicht ist mein Arbeitstisch auch einfach ein bisschen zu hoch. Man kann sehen, wie man es will. Aber dieser Urwelt-Mammutbaum, der muss ein bisschen dran glauben heute. Ja? Nein. Ich will hier ein paar Löcher reinbohren, die Äste ein bisschen runterziehen, sodass die schon mal ein bisschen nach unten wachsen. Wir kürzen sie auch ein bisschen ein, aber die Länge ist schon krass, oder? Vielleicht fällt da noch ein bisschen was von der Spitze. Wir werden sehen. Ich nehme euch mit. Kommt dazu. Ich hole euch näher ran. Und dann geht's los. Als allererstes bohren wir mal ein paar Löcher hier unten rein, damit wir hier auch ordentlich den Draht befestigen können. So, jetzt haben wir mal ein paar Löcher reingebohrt. Vielleicht reichen sie. Mal schauen mal. Zum mal Runterspannen schauen. Von den Ästen mache ich mir hier so ein paar Gummis parat. So ein paar Schläuche, dass wir keine Einwachsungen von dem dünnen Draht nachher in den Ästen haben. Schneiden wir uns einfach mal ein paar runter. Schauen, wie viel wir dann brauchen. Schlussendlich, aber solche Schläuche kann man ja immer brauchen. Unten hier mal an. Den Ast hier, der ist definitiv zu weit unten. Den brauche ich nicht. Dann säubern wir hier mal ein bisschen hoch. Dann kommt hier der erste. So, dann gehen wir mal eine Etage höher. Den hier kürzen wir mal ein.
Gleiche machen wir jetzt hier mit diesem Ast. Den kürzen wir natürlich auch ordentlich ein. Dann brauchen wir Draht. Schlauch. Schön fest drum zwirbeln, Draht durchs Loch unten führen und dann runterspannen. Ich helfe hier dann immer mit dem Finger, drücke ich es runter. Wenn es auf der gewünschten Position ist, wird unten einmal drumherum gezwirbelt und dann hebt die Sache schon, abschneiden, den Rest drumherum führen. Und so machen wir jetzt den Baum weiter. Und wenn es wieder spannend wird, vielleicht, wenn wir noch was an der Spitze kappen, hole ich euch wieder dazu. Den Rest machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Oben noch mit so Gummis befestigt. Dann den Bambusstock entfernen. So. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl, mit was wir weiterfahren. So, ich kapp jetzt den Baum einfach mal hier ab. Weg ist. Und ich habe mich entschlossen, mit dem Trieb hier weiterzufahren. Das heißt, den werden wir jetzt einfach hier oben so ein bisschen fixieren. So, hier nach oben wächst.
So, jetzt seht ihr es auch wieder. Ich habe hier diesen Trieb hier nach oben fixiert, dass er schön nach oben wächst, dass die neue Spitze wird. Hier, das werden alles noch Äste. Und jetzt kürze ich hier einfach noch ein bisschen Grün ein unten und dann schauen wir weiter. Jetzt sieht der Mammutbaum, Urwelt-Mammutbaum, aus wie ein gerupftes Huhn. Aber ja, der wird wieder werden. Wir wissen genau, die Mammutbäume, die treiben aus wie verrückt. Und ich würde sagen, in ein paar Wochen beim nächsten Bonsai in Progress werde ich den nochmal vorstellen. Und dann hat er sicherlich wieder viele, viele Triebe mehr. Okay, das war's mal von mir, von dem Urwelt-Mammutbaum-Projekt. Und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Euer Tom. Bis dann. Ciao.